Und bei uns im Studio begrüße ich jetzt Dietmar Bartsch, den Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linken. Mehr Fortschritt wagen, das steht also als Überschrift über diesem Koalitionsvertrag. Können Sie das erkennen? Na, die Überschrift ist gut gewählt, soll ja an Willy Brandt erinnern und ist auch nicht ganz unlogisch. Wer würde schon einen Koalitionsvertrag überschreiben mit mehr Rückschritt wagen? Aber ich sehe diesen Koalitionsvertrag insgesamt differenziert. Es gibt einige Dinge, wo man erkennen kann, dass es fortschrittlich sein könnte. 12 Euro Mindestlohn ist sehr vernünftig. Wenn eine Kindergrundsicherung umgesetzt wird, ist das was sehr Vernünftiges. Und auch wenn es eine Wahlrechtsreform zum Beispiel gibt, die ja schon ein Jahrzehnt auf sich warten lässt, sind das positive Dinge. Aber insgesamt sehe ich vor allen Dingen eine lyrisch sehr starke Komponente und inhaltlich ist es nicht ganz so stark. Na, immerhin 400.000 neue Wohnungen im Jahr, Mietpreisbremse wird auch verlängert. Da gibt es doch für Sie eigentlich nicht viel zu meckern. Naja gut, 400.000 neue Wohnungen ist gut, wir fordern etwas mehr, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Ich finde diese Richtung ja vernünftig, wobei da wichtig ist, dass auch Sozialwohnungen gebaut werden. Denn wir haben ja ein Defizit, insbesondere in diesem Bereich. Ja, ich sage das nochmal ausdrücklich, es gibt Punkte, die sind vernünftig, aber wir haben so riesige Herausforderungen. Wir haben über die Jahre einen Stillstand durch die Große Koalition gehabt. Und jetzt sehen wir in zentralen Fragen, dass zu wenig passiert. Dann sagen Sie doch mal ganz konkret. Okay, Verkehrswende, um ein Beispiel zu sagen. Mhm. Da passiert eben viel zu wenig. Da ist überhaupt nichts erkennbar. Oder was für mich besonders traurig ist, dass es bei dem Thema Steuern überhaupt nichts gibt. Das sind alle drei Parteien. Die Grünen, die Sozialdemokraten und die FDP hatten vor Tische gesagt, es muss Entlastungen bei den kleinen und mittleren Einkommen geben. Der Spitzensteuersatz muss später einsetzen. Sehr vernünftig. Jetzt sehen wir, gar nichts passiert auf diesem Feld. Eine DIN A4-Seite zu steuern, und das ist angesichts der Herausforderungen auf diesem Feld viel zu wenig. Da sehe ich wirklich Defizite. Aber ich sage auch ganz klar, ich werde die Koalition an ihren Taten messen. Die Koalitionsverträge, auch der letzte, hat sich lyrisch wunderbar gelesen, aber es wurde dann viel zu wenig umgesetzt. Auf jeden Fall, Sie haben ja im Vorfeld auch kritisiert, da wäre zu viel FDP drin in diesem Koalitionsvertrag. Ist es nicht auch so, dass gerade die FDP ja unter hohem Rechtfertigungsdruck steht? Schließlich müssen die ja irgendwie begründen, warum sie jetzt in eine Koalition mit Grünen und SPD gehen, statt Jamaika zu machen. Das teile ich. Es ist so, dass Christian Lindner noch vor 6 Wochen gesagt hat, dass er sich das kaum vorstellen kann. Jetzt sind sie in einer Koalition und jetzt ist es die Fortschrittskoalition. Das ist schon ein sehr schneller Wandel. Ich kann mich auch noch erinnern, vor 3 Monaten sagte Christian Lindner, die Kanzlerschaft ist entschieden, das macht die Union. Ja, der Weg war weit, aber dass sie dann als 11,5%-Partei diese Durchsetzungskraft haben und jetzt das Finanzministerium und das Verkehrsministerium, ich war jahrelang Haushälter und weiß, dass dort die entscheidenden finanziellen Weichenstellungen vorgenommen werden, das ist schon beachtlich und ich sehe bei der Steuerpolitik ganz klare FDP-Handschrift, auch in anderen Fragen. Das ist ja hier und da gut, weil es durchaus mit Fortschritt verbunden ist. Aber insgesamt ist eben die große Gefahr, dass der soziale Zusammenhalt in Deutschland auf der Strecke bleibt. Keine große Steuerreform, keine große Rentenreform, keine Entlastung bei den Energiekosten. Das ist leider enttäuschend. Aber Hartz IV wird zum Bürgergeld und in den ersten 2 Jahren wird weder die Wohnung überprüft noch das Vermögen. Das müssen Sie doch gut finden. Na, es ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber wenn man Hartz IV umbenennt in Bürgergeld, ist das noch nicht der Wurf, der dringend notwendig ist. Wir müssen davon wegkommen, dass insgesamt dieses System, das Hartz IV-System der Kontrollen fortgesetzt wird. Ja, das ist sehr wohl ein Schritt in die richtige Richtung, aber der ist meines Erachtens viel zu kurz. Der hat im Übrigen auch keine Ähnlichkeit mit dem, was Grüne und Sozialdemokraten im Wahlkampf versprochen hatten. Schauen wir noch ganz kurz auf die aktuelle Situation in Deutschland, was die Corona-Pandemie angeht. Die ist besorgniserregend. Ja. Sind Sie für eine allgemeine Impfpflicht? Also die Lage ist sehr besorgniserregend und es muss dringend gehandelt werden. Aber man darf auf gar keinen Fall suggerieren, dass eine allgemeine Impfpflicht die Probleme jetzt lösen wird. Ich finde, dass hier zu viel über diese Dinge geredet wird. Das ist meines Erachtens falsch. Sondern wir müssen erstmal das, was möglich ist, in Konsequenz umsetzen. Also die Impfzentren. Diese total falsche Entscheidung, dass die Tests kostenpflichtig sind. Da muss endlich rangegangen werden. Das ist ja jetzt rückgängig gemacht worden. Aber die allgemeine Impfpflicht, ich glaube, dass die Debatte, wo jetzt jeder gefragt wird und jeder seine Meinung äußert und es eine Schlagzeile gibt, die führt uns nicht weiter. Und deswegen sage ich nicht, ich bin jetzt auch für eine allgemeine Impfpflicht. Also von Ihnen kein klares Ja oder Nein? Ich sage, es gibt dort kein klares Ja von mir. Und ich sehe im Moment auch nicht, dass das die Probleme in Deutschland klären würde. Sagt Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken. Vielen Dank. Danke Ihnen.